wollte euch noch erzählen von meiner Pilgerwallfahrt, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Das erste Wochenende, an dem ich hier war, in Tartu. Nach Viru Nigula. Ich glaube, zwei Ministranten, also zwei Messdiener und sechs Pfarrer und ein Bischof. Ein Bischof, und das ist genau der eine Bischof, den es in Island gibt. Und es gibt keinen anderen, es gibt nur den Bischof. Und dann wurde die Maria eben durch das Dorf getragen und raus auf die Ländereien. Ja, wir sind dann zu dieser Kapelle gekommen und diese Kapelle bestand nur noch aus einer Ruine. Und die wurde damals errichtet im 13. Jahrhundert als Zeichen des Sieges über die Russen. Irgendwie in der Mitte des 17. Jahrhunderts dann irgendwie zusammengefallen ist. Schönes gesungen, gebetet, Danke gesagt. Ich habe mich mit der Sis unterhalten, mit der Schwester. Sie kommt aus Tschechien. Sie kann Tschechisch, Russisch und Estnisch. Und ich mit meinen schönen Sprachtalenten, ich kann Englisch, Französisch und Deutsch. Unsere Sprache bestand quasi aus Pantomime. Wir sahen aus wie zwei Karate-Kids, die irgendwie Schön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Das freut mich sehr. Da nutze ich meine Arbeit, ja. Ne genießt!